Die Nintendo Direct am 18.06.2024 war ziemlich geil. Hier eine kurze Info, was alles so krasses angekündigt wurde. Mario Luigi Brothership, Luigi's Mansion 2 HD Remaster für die Switch, irgendein Anime-RPG-Farming-Spiel oder eins von mehreren halt, Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch und Metroid Prime 4. Hier und da gab es natürlich noch ein paar weitere coole und kleinere Games, doch für viele, unter anderem für mich, war das Highlight der Direct das hier. Und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening 2. Ich meine natürlich The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Das Spiel erscheint am 26. September 2034. Wahrscheinlich 2034, oder? Ich meine 2024. Anhand meiner Reaktion im Stream konntet ihr feststellen, dass ich einfach nicht glauben konnte und auch nicht realisieren konnte, dass wir jetzt schon ein neues Zelda-Game erhalten werden. Freunde, ich glaub's nicht. Ehrlich. Ein... Was ist... Ist es nur ein Link's Awakening Update? Es sieht aus wie Link's Awakening. Am Anfang des Streams habe ich erwähnt, dass ich glaube, dass wir jetzt noch kein neues Zelda-Spiel bekommen werden. Also ein komplett neues. Und wir werden eins bekommen. Und das schon bald. Das ist crazy, Freunde. Der Trailer, der uns dann eingeblendet wurde, war ziemlich cool. Allerdings warf er einige Fragen auf. Warum sieht es so aus wie Link's Awakening? Was ist das für eine Art Schwert, was Link trägt? Wie sollen wir mit Zelda Hyrule retten? Und hier ist auch schon das Stichwort, Freunde. Und zwar Zelda. Zelda Echoes of Wisdom ist endlich mal ein Zelda-Spiel der Zelda-Reihe, das auch wirklich mal richtig mit Zelda zu tun hat. Ich denke, wir alle dachten früher, als wir zum ersten Mal mit den Zelda-Spielen in Kontakt gekommen sind, dass genau das hier Zelda sein soll. Doch das war nie Zelda, das ist Link, für die, die es nicht wussten. Und für alle anfänglichen Zelda-Spieler, die dachten, dass der Typ Zelda ist, können sich nun freuen, da keine Verwechslungsgefahr besteht. Und damit hat Mr. Onuma offiziell zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oder so. Ich meine, er verkauft ein neues Zelda-Spiel und denkt an seine Fans. Oder an seine anfänglichen Fans, ja. Oder vielleicht auch die, die auch heute noch denken, dass das Zelda ist. Egal, Freunde, weiter geht's. Was man schwer erkennen kann, ist, dass das Spiel offensichtlich den Artstyle von Link's Awakening übernommen hat. Es sieht alles farbenfroh und chibihaft aus, nur dass der Artstyle dann doch etwas gesättigter wirkt und nicht so grell, und irgendwie mag ich das. Weil Link's Awakening relativ knallig aussah und Echoes of Wisdom dann schon etwas farbenloser. Dazu kommt, dass sich alles in einer Vogelperspektive abspielt, also wie in klassischen Zelda-Spielen. Es wird aber auch 2D-Passagen geben, also quasi wie in Link's Awakening. Der Trailer selber fing mysteriös an und leitete uns in die Geschichte ein. Ein mysteriöser Krieger, also Link, schlägt sich durch einen Tempel, um Zelda aus Ganons Gefangenschaft zu befreien. Link besiegt Ganon, befreit Zelda, wird jedoch währenddessen vom Erdboden verschluckt. Nun macht sich Zelda eben auf die Reise, um Link mit einem Zauberstab zu retten und die dunklen Risse, die sich halt in ganz Hyrule ausbreiten und Menschen verschlucken, zu beseitigen. Ab hier spielen wir mit Zelda und finden eine geheimnisvolle Fee namens Tri. Diese Fee gibt Zelda die Kraft des Tri-Stabs, mit dem sogenannte Echos erzeugt werden können oder Echos erzeugt werden können. Diese Echos sind Kopien von Gegenständen aus der Umgebung. Das wird das Hauptfeature von Zelda Echoes of Wisdom. Mit dieser Fähigkeit kann man zum Beispiel Kisten kopieren und einfügen und damit halt eben Rätsel lösen. Das geht auch mit Betten und mit vielen weiteren Gegenständen. Auch Gegner können kopiert und als Sklaven benutzt werden, um andere Gegner zu besiegen. Gegner können aber auch anhand einer Steinigung oder durch wortwörtliches Zerfleischen besiegt werden. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg raussuchen, um Gegner zu besiegen. Und nicht so, wie wir es üblich kennen, mit Schwert und Schild. Sondern wir müssen ein bisschen taktischer denken. Ich glaube, dass das Kämpfen halt hier einfach im Grunde schwerer sein wird, als wir es sonst mit Link gewohnt sind. Und ich sage euch eins, Freunde. Dieses Gimmick ist genial. Im ersten Moment war ich nicht so überzeugt, doch umso mehr ich darüber nachdenke, umso besser ist dieses Gimmick. Durch diese Mechanik lässt sich so viel in der Welt machen und die Rätsel können richtig kreativ werden. Im Trailer selber haben wir ja schon ein wenig gesehen, doch ich bin mir sicher, dass dieses Feature perfekt umgesetzt werden kann. Ich meine, man kann Wasser kopieren und sich damit hocharbeiten. Holy shit, Freunde.
Ich bin wirklich sehr gespannt und ich glaube, dass da Nintendo wirklich was Geiles raushauen wird. So stellte sich auch Mr. Aonuma vor die Kamera, um mit uns persönlich ein Gespräch zu führen. Wir haben erneut die Ehre bekommen, um uns mit Mr. Aonuma auszutauschen. Dabei erwähnte er, dass jeder Spieler das Spiel anders erleben wird. Es soll so viele Echos geben, also wirklich so viele, dass nicht mal Mr. Aonuma alle kennt, dass man haufenweise unterschiedliche Möglichkeiten haben soll, das Spiel durchzuspielen. In anderen Worten, so hat jeder Spieler eine andere Erfahrung gemacht und das ist genial. Denn genau das war ja auch das Prinzip aus TOTK, dass das Spiel so gelöst werden soll, dass jeder Spieler es anders tut und jeder eine andere Erfahrung kriegt. Und das, meine Freunde, ist kreatives Game Design. Um ehrlich zu sein, viel mehr lässt sich hier nicht mehr sagen. Aber es ist auch erwähnenswert, dass wir endlich wieder Soras und Dekus sehen werden. Dazu kommt, dass wir einen Shot vom Dekobaum bekommen haben und in der Ecke Gerudos sehen. Zelda befindet sich auch ab und zu in einer Art Zwischendimension, also diese Dimension, wo die Risse hinführen. Ich vermute hier, dass wir in diese Risse hineingehen können und dann in einer Art zweiten Welt landen. Oder ist das zu viel verlangt? Diese ganzen Dinge lassen natürlich Fragen aufwerfen. In welcher Timeline spielt dieses Spiel? In der Adult-Timeline? Dann kann es ja nur in der Fallen-Timeline spielen, weil wir Ganondorf in seiner Ganon-Gestalt gesehen haben. Spielt das nun vor Link's Awakening, danach oder gar nicht in der Zeit? Wird es eine Open World? Denn dieser Ausschnitt ließ das so erscheinen. Fragen über Fragen, Freunde. Und hierbei kann ich eine Sache schon mal erwähnen. Wir haben in dem Spiel ja Soras, aber auch die weiterentwickelten Soras der Fallen-Timeline, die zu aggressiven Lebewesen wurden. Wie wird es dann storymäßig und timelinemäßig zusammenhängen? Ich weiß, dass wir in Oracle of Ages zum Beispiel Soras haben, doch wie wird es in diesem Spiel geregelt sein? Es wird interessant, Freunde. Vielleicht wird dieses Spiel wichtiger als manche denken und es werden ein paar Fragen über die Timeline geklärt. Zumindest hoffe ich es. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Spiel vom Gameplay her wahrscheinlich wirklich genial sein wird. Es wird kreativ sein und bestimmt auch an manchen Stellen echt hart. Ich hoffe auch auf gute und besonders coole Dungeons. Wir haben zum Beispiel diesen Shot mit diesem besonderen Gegner bekommen, der Anzeichen auf einen Boss hat. Storymäßig habe ich keine großen Erwartungen. Wird es eine eher einfache Story, eine zu einfache Story wie in Triforce Heroes oder wird sie vielleicht sogar echt genial? Ich bin mir sicher, dass die Story sogar echt cool werden könnte und wir unseren Spaß in der Welt von Zelda Echos der Weisheit haben werden. Im Grunde freue ich mich echt krass auf das Game und bei diesem Spielecover kann man nur gehypt sein. Aber Freunde, ich muss ehrlich zugeben, ich hätte mich wahrscheinlich trotzdem eher auf ein Wind Waker und Twilight Port gefreut. Aber ist okay, Mr. Aonuma. Ist okay. Ach, und Freunde, wie findet ihr das Design der Nintendo Switch für das Spiel? Seid ihr für die TOTK Nintendo Switch oder für die Echoes of Wisdom Switch? Schreibt's unbedingt in die Kommentare.